Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Spiel mit mir Kanal. Leute, heute mal wieder der Play-Doh Dr. Wackelzahn. Der hat noch keine Zähne. Und wir werden natürlich heute wieder mit unserem Play-Doh Dr. Wackelzahn spielen. Aber Leute, wir benutzen hier keine Play-Doh-Knete. Nicht heute, nicht heute. Wir benutzen heute intelligente Knete, Leute. Und zwar in verschiedenen Farben und auch Varianten. Wir haben hier auch eine Crazy Erin. Intelligente Knete. Und die werden wir jetzt heute mal benutzen. Also wir machen heute Zähne aus intelligenter Knete für unseren Wackelzahnpatienten. Und Rot nehmen wir doch mal vielleicht als erstes. Das ist feuriger Rubin. So. Dann nehmen wir ein bisschen was und wollen natürlich gucken, ob das überhaupt hier klappt. Aber ich denke schon, dass das klappen sollte. Warum denn nicht? Wir prüfen es jetzt einfach mal. Das sind hier so blutige Zähne. So. Sieht auf jeden Fall schon mal aus wie ein Zahn. Hier nehmen wir die Überreste weg. Das Problem natürlich hier ist, die Zähne, die zerfließen irgendwann. So, das ist Zahn Nummer 1. Machen wir doch weiter mit Platin. Haben wir letztens erst, glaube ich, vorgestellt. Die Knete, die ist ein bisschen weicher. Schimmert aber ganz toll. So. Und hier haben wir einen super tollen Zahn, Leute. Ja, zieht euch das mal rein. Nur den hier rauszubekommen ist ein bisschen schwierig. So, der kommt dann hier vorne hin. So, dann haben wir hier die erste. Wow, mit glitzernden Zähnen. So, und dann geht es weiter. Davon mache ich auf jeden Fall noch ein paar. Also das sieht echt super cool aus. Vielleicht mal mit dem hier. Ja, ja. Zähne aus intelligenter Knete für unseren Dr. Wackelzahnpatienten. So. Der kann auch wieder hier raus. So. Der kann dann vielleicht hier vorne hin. Und ihr seht, die fangen schon an so zu zerfließen. Also so ganz wie Zähne werden die dann doch nicht bleiben. Aber wir versuchen trotzdem hier unser Glück. Und machen dann weiter mit Lila. Auch eine tolle intelligente Knete, aber auch ein bisschen härter. So wie feuriger Rubin, Leute. Oh, der ist ja echt hart. Aber dementsprechend zerfließen die dann auch. Wie die harte Knete wahrscheinlich nicht so schnell. Aber dafür ist sie auch schwerer zu machen, Leute. Einfach. Da muss man sich ja richtig anstrengen. Ne, hier geht die Knete auch nicht so toll weg. Wobei. Zerreißen. Zerreißen. Ja, wobei, hier ist ja, glaube ich, nicht so gut geworden, der Zahn. So. Okay. Und dann machen wir das Ganze mal ein bisschen schneller, Leute. Leute, der Dr. Wackelzahn mit intelligenter Knete, also Zähne aus intelligenter Knete. Wir haben jetzt nicht alle Zähne gemacht, weil sonst zermatschen die sich hier selber, wie hier vorne. Aber das sieht doch schon mal echt cool aus, echt witzig. Also mit intelligenter Knete geht das auch, aber wie gesagt, die zerfließen ja nach einer Zeit. Deswegen muss man da ein bisschen vorsichtiger sein. Aber es hat geklappt. Leute, ich hoffe, ihr hattet Spaß bei diesem Dr. Wackelzahn-Video heute mal mit intelligenter Knete. Ja, ihr seht, ich bekomme das schon kaum auseinander. Schon geworden wie hier Kaugummi. Aber sieht doch echt cool aus. Oder Leute, was sagt ihr? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn es euch gefällt, gerne einen Daumen nach oben. Wenn es euch gefällt, Daumen nach unten, Leute. Gar kein Problem. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!